willkommen noch einmal im Namen des SK Rapid zu späterer Sonntagsabendstunde. Herzlichen Glückwunsch unserem Trainer. Nächster Heimsieg, fünfter Ligasieg in Folge. Premiere hier in dem noch immer recht jungen neuen Zuhause, hat es noch nie gegeben. Fünf Liga-Heimsiege in Folge. Und Didi, kurzes Resümee, kurze Analyse, die Gründe für den doch sehr, sehr klaren Dreier. Ja, ich glaube, dass man das sehr interessantes Spiel gesehen hat. Ich denke, dass Hartberg, man hat ganz genau gesehen, was Hartberg vorhatte, ist in Wahrheit, dass wir im Spielaufbau oder wenn wir den Ball ins Mittelfeld reinspielen, dass sie da die Ballen schnell gewinnen und dann über Umschaltspiel zum Tor vorkommen. Wäre ihnen fast einmal gelungen, wo der Horvath die Möglichkeit gehabt hat. Aber ich denke, dass wir, glaube ich, schon das Spiel kontrolliert haben, haben dann zum Glück das 1-0 geschossen und dann mit 2-0 kurz nach der Pause war es dann so, dass das Spiel in eine Richtung gegangen ist und hätten dann die Möglichkeit gehabt, dass wir weitere Tore schießen. Hartberg durchaus auch, aber ich glaube, mit dem Fehler bin ich sehr zufrieden, weil Hartberg hat es in den letzten fünf Spielen geschafft, viermal zu gewinnen und ein X und ist eine gute Mannschaft und meine Jungs haben immer sind trotzdem draufgeblieben und haben das dann sehr gut gemacht. Und was mir noch mehr freut ist, dass wir heute wirklich noch um 3 dann Spieler einwechseln konnten. Also mit Daniel Allard hat es mich wirklich gefreut, dass er auch wieder in die Torschützenliste eintragen konnte. Und das Resümee ist einfach ein verdienter Sieg und macht mich sehr zufrieden. Vielen herzlichen Dank. Erste Frage, Christian Hackl traditionell. Bitte schön. Okay, ich meine, ein Trainer mag alle seine Spieler, aber ist das für einen Daniel Allard, ich glaube, der das letzte Mal getroffen, gut, der war weg vor 2 Jahren oder sonst irgendwas, freut dich das persönlich auch? Der hat es ja nicht... Ich freue mich grundsätzlich für jeden Spieler, aber ich denke, wenn Daniel ist, der hat auch Durchstrecken jetzt und wir haben sich schon was dabei gedacht, natürlich hat das Resultat auch dafür gesprochen, aber wir haben gewusst, wenn wir reinbringen und jemand hat gesagt, macht ein Tor, ich meine, dass er dann so macht, ist umso schöner für ihn und für uns alle, aber es zeigt auch, dass er nie aufgegeben hat und freut mich für ihn und für uns. Dankeschön. Bitte, Alex Huber, das Mikro ist unterwegs. Danke, David. Die erste Hälfte war so wie meistens da gegen Hartberg umkämpft mit Chancen da wie dort und die zweite Hälfte war aber eigentlich, finde ich, ungewohnt, weil es so eindeutig war, bis auf diese eine Chance vom Tadic. Habt ihr in der Pause etwas besprechen können, wo man sagt, so geht es besser oder war das einfach auch die Sicherheit durch das zweite Tor, das ja sehr schnell gefallen ist? Natürlich haben wir in der Pause besprochen, was wir anders machen müssen. Aber ich glaube, Hartberg hat heute versucht, im Umschaltspiel zum Erfolg zu kommen. Also sie haben jetzt nicht großartig vorne attackiert, sondern haben geschaut, dass wir die Bälle in die Schnittstelle reinspielen, dass sie vielleicht ein paar Grabschen können und dann sofort in die Tiefe spielen. Und haben in der ersten Runde das teilweise dann nicht so gut gemacht, wobei ich sagen muss, das ist dann sehr, sehr schwierig und da haben die Jungs waren wirklich sehr, sehr fokussiert, muss man trotz allem sagen. Im zweiten Tor war es dann einfach so, dass wir dann die komplette Kontrolle übernommen haben und haben es dann vielleicht verpasst, dass wir noch das eine oder andere Tor mehr schießen, aber andererseits, wenn ich vor dem Spiel gesagt hätte, wir gewinnen 4-0, hätte ich es genommen, weil man, wenn man die letzten Spiele sieht, haben wir es eigentlich das erste Mal jetzt geschafft, wobei wir genügend andere Spiele gehabt haben, wo wir auch gut gespielt haben, aber leider nicht in Sieg eingefahren sind und heute ist es geglückt und verdient geglückt. Und noch eine Nachfrage zum Ercan Karar, sein Torjubel, falls er was zu bedeuten hat, der hat so ausgeschaut, als würde er vielleicht doch ein bisschen hören, wann schon geredet wird, na, wann trifft er wieder mit so seiner Geste. Spürst du das im Training, macht er sich Gedanken oder ist er eigentlich immer der gleiche Ercan wie seit einem Jahr? In erster Linie ist er ein Mensch, der Gefühle hat, der über seine Situation nachdenkt, der natürlich ganz genau weiß, der vielleicht solche Situationen nicht gehabt hat, weil in der Regionalliga hat er permanent getroffen, bei Horn hat er permanent getroffen, das hat ein bisschen Durchstrecken gehabt, aber er hat immer wieder seine Chancen gehabt. Und ich sehe schon beim Training, dass er seine Tore machen will. Und dass er weiter geglückt ist, ist das Produkt, dass er in Wahrheit nie aufgehört hat, an sich zu arbeiten. Und das war für ihn wichtig heute, für uns wichtig. Und deshalb habe ich ihn auch frühzeitig vom Platz erkennen, was ihm wahrscheinlich nicht gefallen hat. Warte, Christian, wir holen wieder das Mikro kommt wieder sogar zu dir. Du brauchst es ja gar nicht mehr selber halten. Jetzt in der letzten Runde spielt Rapid natürlich, entscheidet mit, wer oben und wer unten spielt. Gegen Tirol, die ja wirklich hervorragende Saison spielen. Sagst du, mir ist das wurscht, mir geht es nur um meine Mannschaft, dass die eine gute Leistung bringt? Oder ist das irgendwie ein bisschen eine Form von noch zusätzlichem Druck? Weil gerade Hartberg hängt jetzt von euch an. Ja, aber
ich glaube halt, die Frage habe ich jetzt nicht ganz verstanden, weil ich glaube, wir spielen auch jede Woche um 3 Punkte. Und das ist unser Ziel, jede Woche 3 Punkte zu holen. Warten spielt eine Top-Saison. Muss ich sagen, ist eine komplett andere Mannschaft wie letztes Jahr. Aber wir schauen da jetzt nicht großartig drauf, dass wir da irgendwann helfen oder dass wir an unter. Das kommt eh voll an. Wir wollen in Wattens oder in Innsbruck ein gutes Spiel abliefern und wir brauchen da eine sehr gute Leistung, weil sie sind wirklich gut drauf, was man heute mit dem Sieg beim WRC gesehen hat. Dankeschön. Noch weitere Fragen an den Coach? Bitte Christian, wieder wie immer aufs Mikro. Ich nehme Salzburg aus, aber es steht jetzt eine sehr gute Defensive. Hast du das, freut dich das besonders, weil es steht jetzt sehr oft hinten die Null, ganz einfach. Habt ihr da irgendwas gemacht in den letzten Wochen? Oder das schaut jetzt irgendwie sehr solid aus als hinten. Natürlich haben wir sich Gedanken gemacht. Also ich bin ja einer, der genau zuhört und genau schaut. Also die Analyse ist ja bei uns auch nicht dann die schlechteste, wenn man weiß, dass uns im Herbst viele Standardtore passiert sind, passiert uns jetzt kaum. Dass im Frühjahr dann Tore passiert sind, die, was uns vielleicht im Herbst dann nicht passiert sind, aus dem Spiel raus. Wir arbeiten jeden Tag dran, aber muss ich den Jungs auch Lob sprechen, dass sie auch da mitziehen, dass sie die Dinge auch verbessern müssen. Und das, glaube ich, zeigen unsere Mannschaft im Moment aus und auch über längere Monate oder jetzt schon die letzten 1,5 Jahre eigentlich. Danke sehr. Schaut nach allen Antworten aus. Vielen Dank, Trainer. Vielen Dank den Herren fürs Interesse. Ich habe noch geschaut, ob eine Frau da ist. Danke.